Es geht ja bei Fahrradkultur nicht, also ne, man ist immer so fixiert auf die Technik und wie viele Gänge und was für eine Bremse und so weiter. Ich habe mal alles weggeschnitten und sozusagen nur auf die Nutzer fokussiert und was die da machen. Oder Radfahren kann auch so aussehen. Ja, das Ganze sind sozusagen die drei Stufen von Fahrradkultur. Das soll nicht wertend gemeint sein, sondern sozusagen eine Betrachtungsweise, um zu sehen, wie sich das Radfahren als kulturelles Ding einfach entwickelt und was sich da auch noch tun wird. Also es gibt ja auch Fahrradkulturen in Frankreich oder Spanien zum Beispiel, wo das Fahrrad wirklich nur als Freizeitgerät ernst genommen wird und Radfahren im Alltag so ein bisschen was für abwegig gehalten wird. In manchen Teilen Deutschlands könnte es auch noch der Fall sein. Aber gut, hierzulande ist es doch schon gang und gäbe. Und dann gibt es einen dritten Punkt, sozusagen Fahrrad follows function. Also das Fahrrad als Werkzeug für unternehmerische Tätigkeiten oder als Teil von einem Geschäftsmodell. Darauf werden wir auch später noch kommen. Mit diesen neuen, unter Anführungszeichen, neuen Transportmöglichkeiten, mit Lastenrädern, die eben diese dritte Dimension haben, genau, es wird eben da noch viel mehr möglich und man kann eigentlich zumindest, ja, sowohl als Privatperson als auch als Unternehmen, kann man eigentlich ganz gut ohne Auto durchkommen. Ein kleiner Überblick über die Vielfalt der verschiedenen Typen von Fahrrädern. Also es gibt Zweiräder, es gibt Dreiräder in verschiedenen Formen und mit verschiedenen Aufbauten. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge an Nutzungsmöglichkeiten. Genau, wenn wir einen Blick zurück machen, gab es ja auch schon in den 30er, 40er Jahren Transporträder. Leider ist in den ganzen Technikmuseen, wenn die Fahrradgeschichte dargestellt wird, da gibt es die Draisine und da gibt es das Hochrad und das Safety mit der Kette. Aber es gibt nirgends Transporträder zu sehen. Also die Geschichte ist dann noch ein bisschen unterbelichtet. Dann gab es ja in den 70er, 80er Jahren die Ölkrise und da gab es auch schon so eine erste kleine Renaissance, zum Beispiel in Kopenhagen, im besetzten Stadtteil Christiania. Und ja, und wir erleben heutzutage wieder eine Renaissance, auch den Pedelec-Boom. Es gibt Transporträder für Milch und Milchprodukte, für Gemüse und für ja, Fisch und für Bäckereien und Kräuter und Gewürze und für Eis. Und all das gab es auch schon früher mal. Und noch ein Bäckerrad. Ja, was hat sich inzwischen getan? Also es hat sich natürlich die Fahrradtechnik an sich grundlegend verbessert. Die Transporträder sind leichter und Elektroantriebe sind günstiger geworden. Und natürlich kann man auch einen Blick werfen auf die ganzen Megatrends im Bereich Mobilität, also Nutzen statt Besitzen ist so ein Motto. Ja, genau. So sah, ich glaube, das ist das erste Transport-Pedelec. Also das war 1992 in Salzburg bei einem Fahrradkurierdienst. Da dachte ich auch, boah, Transporträder sind echt verdammt schwer, das ist schon ganz schön schwer damit zu fahren. Das Rad war auch wohl 15 bis 20 Kilo schwerer als ein heutiges Elektrotransportrad. Ja, so sehen die Räder heute aus. Das war der Test bei Extra Energy in Tanna vor kurzem, als wir ja, so eine Handvoll elektrischer Transporträder getestet haben. Die wiegen mittlerweile nur noch 30 Kilo. Wie viel wiegt eures? Vollausstattung 48 Kilo mit Batterie, okay, Motor, ja, und einem schweren Motor. Genau, und mit großer Akkukapazität. Genau, ja, Räder, die zu haben sind ab 2.000, 3.000 Euro mit Elektroantrieb. Zum Thema Elektromobilität, ich werde das am Ende der Präsentation dann auflösen.
Eine Kilowattstunde Ökostrom kostet 27 Cent. Und wir haben hier ganz neu im Rennen dieser BMW, mit dem ein ehemaliger Außenminister auch gesehen wurde. Wir nennen jetzt aber keine Namen. Ja, dann hätten wir da ein Familienrad, was leider jetzt nicht so gut sichtbar ist. Und in Rot das Zweig, ein Elektrofahrzeug aus den frühen 90er Jahren, als man noch Solarautos dazu sagte. Und ja, genau, dazu noch später. Okay, wir kommen zu den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Transporträdern. Als wir Rad 3 gegründet haben, haben wir überlegt, so, naja, wo fangen wir denn an? Jedes Mal, wenn es irgendwie mit ein paar Leuten so ein Brainstorming gab, was man denn jetzt mit Transporträdern alles machen könnte, gab es eine Unmenge an Ideen. Und wir haben das dann heruntergebrochen auf die drei Bereiche, also so Familie, Freizeit, dann natürlich die Unternehmen in verschiedensten Bereichen und ja, Promotion, Gastronomie und so weiter. Gut, Familie und Freizeit, also wenn man einen Blick wirft nach Amsterdam oder Kopenhagen, stellt man fest, dass da sehr viele Familienräder unterwegs sind. In Kopenhagen sind 25% aller Familien, die zwei oder mehr Kinder haben, mit einem Rad ausgestattet. Und also es dürften in Kopenhagen 15.000 Transporträder unterwegs sein. So. Ich habe noch eine größere Zahl. Ja. Na gut, lassen Sie uns überraschen. Genau. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel auch Kinderbetreuung. Das ist so ein kleines Bild aus dem Alltag eines Transportradhändlers, wenn dann mal Räder zum Service kommen. So sieht es in einem Rad von einem Tagesvater aus. Also man sieht, dass die Kinder da ziemlich viel Spaß haben müssen. Und ja, das ist so ein Rad in Holland, wird das eingesetzt, um Kinder von der Schule zum Hort zu bringen. Also da passen 6 bis 8 Kinder rein. Und genau, ist auch eins in Leipzig unterwegs und in ein paar anderen Städten jetzt. Dann kann man natürlich auch mit dem Opa eine Kaffeefahrt in den Park machen. Oder den Hund mitnehmen oder natürlich, also das Bild hier links unten ist von der Fahrradverkostung. Wir machen in Leipzig immer wieder alle 2 Wochen circa Fahrradverkostungen, wo Interessierte einfach mal vorbeikommen können. Und dann radelt man gemeinsam mit einer Gruppe durch den Park und kann eben die verschiedenen Modelle und Bauformen von Transporträdern mal kennenlernen und testen und kann sehen, dass es nicht keine artistischen Leistungen erfordert, mit einem Lastenzweirad zu fahren, auch wenn da ein Erwachsener vorne drauf sitzt und so weiter. Genau. Ja, man kann auch mit dem Transportrad Reisen unternehmen. So haben wir das vergangenen Sommer gemacht mit Salomon. So die Befürchtung, wenn es kein Erdöl mehr gibt, woher kriegen wir dann unsere Schokolade und unseren Kaffee? Also ich kann euch beruhigen, es ist auch möglich, Schokolade aus der Karibik mit Segelschiff und Fahrrad nach Leipzig zu bekommen oder auch nach Dresden oder Chemnitz. Und wir werden auch im kommenden Sommer noch so ein Rumfahren organisieren. Wahrscheinlich wird die Tres Hombres, das Segelschiff, mit dem wir zusammengearbeitet haben, wird wahrscheinlich nach Rostock kommen. Und es sind alle eingeladen, dann da auch mitzufahren. Gut, kleiner Exkurs zu den Unternehmen. Hier in Norderstedt gibt es den Super Luigi, der verschiedene Handwerksdienstleistungen anbietet und sagt, mit dem Fahrrad ist eigentlich ideal, braucht keine Parkplätze zu suchen, es passt alles rein, was er mitnehmen muss. Und ja, und er wird natürlich auch so wahrgenommen und gerade in Großstädten ist es eine gute Möglichkeit, auch für sich Werbung zu machen, weil der Handwerker mit dem Fahrrad, der fällt natürlich auch entsprechend auf. Ja, global denken, lokal handeln. Lokale Dienstleistungen erbringen ist eine Möglichkeit oder eben auch verschiedene Produkte auszuliefern. Und ich denke, gerade auch im Zusammenhang mit Online-Shops wird sich da in nächster Zeit noch einiges tun. DHL
ist ja nicht irgendwer. Die machen das auch nicht zum Spaß, sondern weil sie damit Geld sparen können und ihr Image verbessern können. Und die haben festgestellt, dass eine Person mit einem Lastenrad 25% mehr Pakete ausliefern kann als ein Lieferwagen. Und ja, das ist schon beeindruckend. Und sie sparen damit Geld und natürlich diese, wie du es angesprochen hast, die DHL-Lieferwagen, die den Autofahrern oder den Fußgängern den Weg versperren, werden natürlich dadurch auch verringert. Dann gibt es natürlich auch die öffentliche Hand, also die Kommunaldienste, Müllabfuhr, Straßenreinigung etc. Haben natürlich auch den Vorteil, eine größere Reichweite zu haben. Mit einem Mann und einem Fahrrad kann dann eine größere Strecke abdecken und oder sie und natürlich auch mehr Transportkapazität als mit so einem Handwagen. Dann ist es natürlich eben, wie gesagt, Image-Sache. Es ist vielleicht nicht so glaubwürdig, mit so einem Fahrzeug stromsparende LEDs anzubieten, Fragezeichen. Und dann kommen wir zum dritten Bereich, das ist Gastronomie und Promotion und auch so ein bisschen die Fahrradkultur im engeren Sinne oder im spezielleren Sinne. Also ja, in Leipzig kennt eigentlich jeder und jede das Café-Fahrrad an der Sachsenbrücke im Clara Park. Das gibt es da seit 3 Jahren und es ist eigentlich so ein, ja, es ist, gehört dazu. Und genauso gibt es auch noch das andere da im Lene Volk Park. Also das ist einfach moderner Lifestyle. Ja. Und genau, oder man macht eben manchmal so Partys mit hier dem Retro-Velo Soundsystem, das zu verschiedenen Tanzevents dann durch die Stadt fährt und Musik macht. Genau. Die Cycle Logistics Federation wurde letztes Jahr im Sommer gegründet und zwar ging das hervor aus dem EU-Projekt Cycle Logistics und versucht sozusagen die verschiedenen Anbieter und Händler und Nutzer von Transporträdern zu verbinden. Genau. Es gibt da auch eine Menge an Beispielen auf der Website und also Blogartikel zum Thema und ja, Termine und so weiter. Ja, und nun die Auflösung. Wie weit kommt man mit einer Kilowattstunde Elektromobilität, wenn man ein Transportrad verwendet oder eben so ein Elektroauto? Also mit dem Transportrad kommt man ungefähr 111 Kilometer, war das. Mit dem Elektroauto, was eben sehr leicht gebaut ist und sehr eben auf den, ja, auf geringen Energiebedarf optimiert, kommt man, naja, immerhin 15 Kilometer weit und mit dem BMW i3 kommt man knappe 10 Kilometer. Also das reicht vielleicht zum Brötchen holen, aber gut. Beziehungsweise für die Probefahrt, für den Spot. Genau. Mit dem Außenminister. Ja, gut, das ist eine Kilowattstunde. Man kann das Thema noch auf ganz andere Arten herunterbrechen, sowas wie viel kostet eine ganze Akkuladung etc. Aber ich wollte einfach mal sagen, zeigen, so wie viel kommt, also wie weit kommt man mit der gleichen Menge Energie und das eben. Da ein Faktor 10 dazwischen liegt und trotzdem kann man mit dem Transportrad eigentlich mehr transportieren, als man im Alltag meistens dabei haben wird. Genau, noch kurz in eigener Sache. Rad 3 hat letztes Jahr gestartet und es gibt noch viel zu tun. Es braucht noch viele Transporträder auf den Straßen in Sachsen. Und wir suchen Verstärkung und zwar also gerade auch Leute, die so Freelancer sind und nebenbei noch in irgendeinem Themenbereich zum Beispiel dafür sorgen wollen, dass mehr Transporträder auf die Straße kommen. Und wir freuen uns über eure Rückmeldung.